Dieses Duell gibt es öfters im Verlauf dieses Spiels. Beide halten dann auch noch die gelbe Karte. Dann auf der rechten Seite, Rapid, über Braun. Braun, eine weite Flanke auf Wagner. Einmal passt Wenschen nicht auf. Und das ist das 1:0 für Rapid in der 41. Spielminute. René Wagner in der abgelaufenen Saison mit 21 Treffern der Torschützenkönig. Entgegen des Spielverlaufs, muss man sagen, macht Rapid hier das Führungstor. Nach dieser herrlichen Flanke von Martin Braun. Aber weiter, 1:1. Krateitschik wird hier gestoppt von Stanislav Ilić. Die gelbe Karte für den Ried Libero. Freistoß für Rapid. Hieden in die Mauer. Hieden kommt aber nochmals an den Ball. Flanke. Herauf. Und das ist das 2:1 für Rapid. Bereits in der 84. Spielminute geht also Rapid erneut in Führung. Andreas Herauf. Wolle übernommen. Ronald Unger ist ratlos. Aber da hat er nichts machen können. Hieden von den neuen bei Rapid heute sicherlich der Stärkste. Und Herauf macht das 2:1. Ja, wird das die erste Heimniederlage für Ried in diesem Jahr? Das gesamte Frühjahr blieben ja die Innviertler ungeschlagen. Im Hanapi-Stadion, die für eine wirklich schöne Kulisse gesorgt haben. Ja, und angeheizt von dieser Kulisse gibt Rapid einmal den Ton an, von der ersten Minute weg. Bürk diesmal im Mittelfeld, Sie haben es gehört, Rapid mit dem Sturmspitzen Ipur und René Wagner. Da ist Ipur. Fehler in der Tiroler Abwehr. Vorlage von Stöger auf Braun, wieder Ipur und das ist das 1:0 nach nicht einmal 7 Minuten Spielzeit. Sami Ipur, der neue Publikumsliebling, hat zugeschlagen. Hat die Situation auch eingeleitet, allerdings daraufhin folgten einige Schnitzer in der Tiroler Abwehr. Immer einen Schritt zu spät. Braun mit der Vorlage und zwei Tiroler behindern sich gegenseitig. Ipur, der lachende Dritte. Torschütze zum 1:0. Ipua, Wagner und die Hütteldorfer holen einen Treffer auf. René Wagner mit diesem Tor gegen Suslov. Den Schlusspunkt setzt Rapid mit einem Treffer von Ipua in der 78. Minute. Aber Salzburg, der Meister, feiert ein beachtliches Comeback mit diesem 5:2 Erfolg über Rapid. Und bewahrt Rapid vor einem Verlusttreffer. Fehler von Franz Almer. Und 3 Minuten vor Spielende heißt es 1:0 für SK Rapid Wien. Für Sami Ipur ist es Saisontreffer Nummer 3. Und er profitiert vom Missgeschick des Franz Almer. Der ärgert sich zu Recht, denn so ein Fehler darf nicht passieren. 3 Minuten vor Spielende, erstmals Jubel bei den Rapid-Fans. Lustenau nur noch zu 10 nach einer halben Stunde und knapp vor der Pause mit einem 0:1 Rückstand. Christian Stumpf nützt eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Lustenauer in der 43. Minute zum 1:0. Richard Padmore bringt den Ball nicht wirklich weg. Christian Stumpf braucht nur noch abzustauben. Und wir haben angeschaut, wie Ernst Dokopil diesen Treffer miterlebt hat. Welche Emotionen da frei wurden. Keine. Und zwar mit allem, was die Mannschaft zu bieten hat. Mit ungeheurem Herz, mit ungeheurem Einsatz. Aber man macht dadurch Fehler in der Abwehr. Zwerczewski, der blitzschnelle Ipua ist wieder da. Überläuft auch Gaga. Legt auf für Stumpf. Und 0:1. Der Führungstreffer für Rapid in der 25. Minute. Man hat die numerische Überlegenheit ausgenutzt. Hier, Zwerczewski wartet zu lange, geht dem Ball nicht entgegen. Ipua spritzt dazwischen. Wie gesagt, er überall dabei, positiv oder negativ. Legt auf für Stumpf.
und das zweite Meisterschaftstor von Christian Stumpf hier im Derby gegen die Wiener Austria. Aber die Nerven liegen blank. Bei beiden Teams. Janisic. Prosenik, die Ex-Austrianer Stöger, Prosenik, sie strengen sich besonders an. Auch Bürk, Fehler von Ibua, verliert den Ball an Gager. Aber er gibt nicht auf, er setzt nach. Gager. Ibua schnappt ihn den Ball. Stöger. Wieder Ibua. Schmidt. Er spitzelt den Ball zu seinem Gegner, zu Stöger. Und der bezwingt Wolfgang Knaller. 2:0 in der 40. Minute. Die mögliche Vorentscheidung in diesem Spiel. Hier noch einmal. Ibua hatte den Ball verloren an Gager, holt ihn sich zurück, geht hier in diesen Zweikampf mit Schmidt. Der hat Pech. Sein Einsatz bleibt unbelohnt, denn Schmidt befördert den Ball zu Stöger. Der Pressball beim Ex-Austrianer und der ausgezeichnete Techniker lässt sich diese Chance natürlich nicht entgehen. Dann Penxer attackiert hier die Austrianer. Fehler von Dospel. Penxer. 88. Minute, 3:0 für Rapid. Das ist auch der Endstand in diesem Spiel. Der erste Sieg nach 17 Runden auswärts für Rapid. Zum sechsten Mal bleibt Rapid gegen die Austria ungeschlagen. Aber es bleibt bei diesem Spiel doch ein bitterer Nachgeschmack. Herr Trainer Klaus Reutinger, da kann er sich heute viel aufschreiben, aber darauf verzichtet er, weil der Zettel nass wird. Es regnet in Strömen. Prosenik versucht für Wagner ins Loch zu spielen, spielt wieder auf für Prosenik und ein Schussversuch. Christian Prosenik sorgt aber für viel Druck auf der rechten Seite. Von ihm kommen die meisten guten Flanken. Stumpf und Tor! 1:0 für Rapid in der 43. Minute. Zuvor hat alle Eckbälle Stöger geschossen und dann ist Prosenik hinausgegangen. Hier bedankt er sich Stumpf bei Prosenik. Jubel bei den Rapid-Anhängern jetzt. In der 43. Minute das erlösende 1:0. Ja, keine Reaktion bei Rapid-Trainer Dokopil. Hier Fehler von Unger, hat die Flanke von Prosenik falsch berechnet und Stumpf lässt sich diese Möglichkeit nicht gehen und bringt Rapid in Führung. Hier Koch, der auch im Verlauf des Spiels sicherer wird. Freund, Stöger liefert eine gute Partie, sieht Bürk und 2:0 für Rapid. 59. Minute, Bürk bringt Rapid mit 2:0 in Führung. Die Vorarbeit hat Stöger geleistet, hat das sehr überlegt gemacht, hat sein gutes Auge unter Beweis gestellt. Stanisajewitsch, der Libero von Ried, kommt dann nicht mehr zu Bürk hin, der ja über einen wuchtigen Schuss verfügt. Und das ist auch das richtige Rezept auf diesen tiefen Punkt. Möglichkeit, Stumpf und Tor. 3:0 für Rapid in der 67. Minute. Ja, jetzt dürfte Rapid das Ried-Trauma abgelegt haben. Penxer hat die Vorarbeit geleistet, aber unabsichtlich die Vorarbeit geleistet, weil er sich nicht richtig den Ball stoppen konnte. Ihm ist der Ball vom Fuß gerutscht und genau in den Lauf. Achten Sie drauf, Penxer versucht sich den Ball mitzunehmen, nimmt sich schlecht mit und spielt ideal für Stumpf ins Loch hinein. Wie dem auch sei, Stumpf schaut auf und Unger ist chancenlos. 3:0, das Ergebnis. Für Admira Wacker ist das schon ein vorentscheidendes, ein Schicksalsspiel, denn am Donnerstag gibt es eine Konkursverhandlung über den alten Verein. Und da müsste man heute natürlich bei diesem prächtigen Wetter punkten. Rapid ist ganz klar die Mannschaft in Grün-Weiß. Bei Admira Wacker Mödling fällt auf, dass Trainer Miklavic Napeko was auf der Bank sitzen hat lassen. Warum? Man spricht, er war undiszipliniert im Training, aber er ist auch leicht verletzt. Auf alle Fälle, Rapid beginnt sehr kontrolliert, versucht das Spiel gut aufzubauen. Die Sturmspitzen sind Ibua, der nach seiner 3-Spiele-Sperre natürlich beweisen will, dass er gefährlich und diszipliniert und ordentlich spielen kann. Stumpf neben Ibua. Im Europacup ist der Stumpf gesperrt und Ibua wird also gegen Petr Tikva möglicherweise einzige Spitze spielen. Dann Michel Wagner. Spiel hat kaum begonnen. Herrlicher Pass auf Ibua. Der ist das erste Mal frei. Und welch ein Gefühl muss Ibua jetzt haben. Dritte Minute. 0:1. Ein Traumpass von Michael Wagner, der sehr ambitioniert begonnen hat.
Vorbei hier am Bubermann. Ipua sträflich vernachlässigt. Dabei hat Miklavic in den letzten Trainingseinheiten immer wieder Disziplin in der Abwehr gefordert. Und er erwischt auch Torhüter Ondruschka auf dem falschen Fuß. Das vierte Meisterschaftstor, Ipua forever. Er darf sich freuen. Hier noch einmal mit dem Außenriss mitgenommen, Michael Wagner. Mit dem Innenriss mitgenommen, Samuel Ipua. Und ins kurze Eck, da erwischt er Ondruschka, der den Schuss aufs Lange erwartet hat. Auf dem falschen Fuß. Ernst Tokopil, dann Stöger, weiter Heber auf Ipua. Ipua im Strafraum, köpfelt an Ondruschka vorbei und der Ball ist drinnen. Zweites Tor in diesem Spiel vor Samuel Ipua. Er hat bis jetzt ordentlich, diszipliniert und gefährlich gespielt. Und deshalb auch die Gratulation von Spieler und Trainer an den Mann aus Kamerun. Hier noch einmal Stöger. Ibua vorbei am Bubermann durch die Hände von Ondruschka und dann ist er schneller als der Manndecker von der Führerwache. 0:2, das Tor in der 59. Minute, das fünfte Meisterschaftstor von Samuel Ibua. An Heinz Weber. Wagner. Und Birk. 15. Minute, 1:0 für Rapid Torschütze Markus Birk. Die ominöse Rapid-Viertelstunde am Tivoli einmal umgedreht zu Spielbeginn. Markus Birk, 15. Minute, 1:0 für die Grün-Weißen aus Hütteldorf. Keine Chance für Heinz Weber. Ansonsten in der ersten Hälfte aber Rapid tonangebend und man sieht es an dieser Einstellung, bis auf Friegert, alle Lastspieler in der eigenen Hälfte versammelt und da ist natürlich schwer für Rapid durchzukommen. Aber dann ein schöner Pass von Wagner, wieder für Bürk, wieder ein Angriff über die Seite, Ipua will einen Fersel anbringen, Stopp! Und das 1:0, 33. Minute, das fünfte Meisterschaftstor für Christian Stumpf. Bis jetzt hat der Rapid die wenigsten Heimtore in der Bundesliga 1. Division erzielt, nämlich 6 bis jetzt. Das ist das 7. in nur 8 Spielen. Hier noch einmal, Bürk versucht das Fersel von Ipua, da hat er Glück, der Ball kommt zu Stumpf und der Ball landet im Netz. Torschütze 1:0, Christian Stumpf. Noch ein bisschen Aufregung für Tokopil, aber Pausenstand 1:0 vor den 11.500 Zuschauern im Hanapi-Stadion. Nun der Last mit dem Wind. Kein Wechsel zur Pause. Beide Teams kommen unverändert und der Druck von Rapid hält weiter an. Man versucht kontrolliert zu spielen. Weiter Pass von Hieden jetzt auf Wimmer gegen Panis. Noch immer Wimmer, kommt vorbei, kommt zu Fall. Schiedsrichter lässt richtigerweise weiterspielen und Bar befördert den Ball ins Aus. Hier noch einmal diese Szene. Panis gegen seinen Freund Wimmer, beide ja mal bei Admira. Dann Stumpf. Bringt den Ball zur Mitte, da ist Ipua und auf einem halben Quadratmeter tanzt er die Lastkappe aus und das 2:0 in der zweiten Hälfte, gleich zu Beginn. 1:20 sind gespielt und Rapid führt mit 2:0 das sechste Meisterschaftstor nach Vorarbeit von Christian Stumpf. Ipua erzielt es, sein sechstes Meisterschaftstor, beide Sturmspitzen bis jetzt in diesem Spiel erfolgreich und der Lambada des Mannes aus Kamerun. Wind jetzt im Rücken des LASK, aber merkwürdigerweise hat die Mannschaft damit einige Schwierigkeiten, denn die hohen Bälle, die Rapid nach vorn spielt, bleiben in der Luft stehen und dort die LASK-Abwehr Schwierigkeiten. Jetzt wieder Stöger, Fehler von Rosiano, Ipua, Schupferl über die LASK-Abwehr, was wird das? Abgewehrt von Pavlovic, Stumpf befördert den Ball über die Linie und das ist das 3:0 in der 53. Minute. Zwei Abspielfehler auf beiden Seiten zuvor. Dann Ipua mit diesem Schupferl über Rosiano und Tangen hinweg. Mit der Sohle befördert er den Ball weiter. Pavlovic bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Stumpf ist da. Und das 3:0, das sechste Meisterschaftstor für Christian Stumpf. Hier noch einmal. Wer hätte das gedacht? 7 Spiele lang ist der LASK ungeschlagen und jetzt scheint er einer Niederlage entgegenzugehen. Stumpf, 3:0. Und daraufhin reagiert Brogeland. Er bringt Schickelgruber statt Pavlovic. Er hatte diesmal ein gutes Gefühl, nämlich Trainer Wolfgang Frank. Aber Rapid ist gefährlicher. Prosenik, guter Haken. Ipua,
Knaller, kurze Abwehr. Pürk und 1-0 für Rapid in der 13. Minute. 1-0 für Rapid. Aus einem schwierigen Winkel hat Pürk getroffen und er hat seine fußballerische Ausbildung ja bei der Austria genossen. Wir sehen sie noch einmal. Ipua, kurze Abwehr von Torhüter Knaller und ins kurze Eck gesetzt hat Pürk den Ball. Ipua mittlerweile aus dem Spiel und durch Penksai ersetzt. Kopfball stopp. Penksai erfasst die Situation am besten und 2-0 in der 80. Minute für Rapid. Yerkan, weiter Abschlag. Stumpf gewinnt den Zweikampf mit Pfeffer und Penksai vollendet zum 2-0. Die Austria kann also gegen Rapid nicht gewinnen und erzielt abermals kein Tor. In der Tabelle bleibt sie hinter dem LASK. Nichts passiert, ausgezeichnet Schiedsrichter Benkö erbittet zum Pausentee. 1-0 für Ried nach 45 Minuten. Dann auch ein Wurf Wagner. Stumpf, Wettel und Tor. Gleich nach Wiederbeginn. Ausgleich, 49. Minute. Arnold Wettel erzielt seit seiner Rückkehr das erste Tor für die Hütteldorfer. 1-1 und da war Ronny Unger mitbeteiligt. Wir werden das gleich in der Zeitlupe ganz genau sehen. Auf alle Fälle setzt er sich hier durch gegen Stanis Jajewicz und durch die Beine von Unger geht der Ball ins Netz. Ausgleich aber völlig verdient für Rapid. 1-1 also nach 49 Minuten. Und das ist der jubelnde Arnold Wettel, der von Sturm Graz über Porto zu den Hütteldorfern gekommen war. Hätte eigentlich die Führung bedeuten können. Outenwurf wieder für Dödeldorfer. Und zwar durch Pürk, Stumpf, wieder Wettel und Tor! 2-1, 64. Minute. Arnold Wettel macht sein zweites Tor für die Rapidler. 2-1, fast eine ähnliche Situation wie beim ersten Tor. Unger wieder geschlagen. 2-1, wunderschön mitgenommen, den Ball technisch glänzend gemacht und da war Unger chancenlos. 2-1 auf alle Fälle für Rapid. Sollte Rapid heute erstmals gewinnen in Ried? Das war die Frage im Nebel von Ried. Aber von Wettel eine glänzende Einzelleistung. Die Hütteldorfer also in Führung. Und so jubelt der zweifache Torschütze von Ried, Arnold Wettel. Die hält er sich auch. Und aus dieser Situation wäre sicherlich mehr herauszuholen gewesen. Dann Braun und er fällt hier. Und Karl Finzinger pfeift in seinem letzten Spiel in der Max-Bundesliga. Elfmeter, obwohl das Vergehen außerhalb des Strafraums war. Ehmann gegen Braun. Wie auch immer, Elfmeter und Stumpf, der Kapitän, verwandelt zum 1-0. Zum 1-0 in der 27. Minute für Rapid. Sicher verwandelt. Enttäuscht Klaus Augenthaler. Stumpf. Viel Platz jetzt, immer wieder für die Hütteldorfer. Stumpf wartet lange. Warum wartet er so lange? Und da kommt der Pass zu Penksai. Und das ist das 2-0. Kurz vor Schluss. 2-0 durch Marek Penksai. Vorarbeit Stumpf. Wir sehen es hier noch einmal. Und Rapid gewinnt mit 2-0. Das bedeutet in der Tabelle. Und das Spiel wird auch feuriger. Bekommt auch spielerische Akzente, zeigt, dass die Spieler, obwohl es jetzt schon das letzte Spiel in der Herbstmeisterschaft ist, noch über sehr, sehr viel Kraft verfügen. Penksai, Prosenik, Möglichkeit und Tor! 1-0 für Rapid in der 78. Minute. Die beste Aktion in diesem Spiel führt zum Führungstreffer von Rapid. Und verantwortlich die beiden Ersatzleute, Penksai und Prosenik. Heuer mit der Hand noch beim Ball, aber er kann den Verlusttreffer nicht mehr verhindern.